Ich beginne mit einem Kreis. Hier ist in dem Dokument eine Ebene, da liegt hinten ein schwarz gefärbtes Rechteck, also da ist jetzt nichts weiter los und das ist gesperrt. Fangen wir an. Also ich nehme mein Ellipse-Werkzeug, klicke einfach so ins Dokument und bei Breite und Höhe gebe ich 180 Pixel ein. Okay, dann kann ich das noch ausrichten. Hier einmal an der Zeichenfläche zentriert und zentriert, horizontal, vertikal. Und jetzt gibt es das Werkzeug Pfad verschieben unter Objekt Pfad, Pfad verschieben. Und zwar soll verschoben werden um 20 Pixel nach außen. Und das soll man 18 Mal wiederholen. Und das heißt, ich brauche natürlich am besten ein Tastaturkürzel für diesen Befehl. Das heißt, ich gehe unter Tastaturbefehle und gebe hier bei den Menübefehlen, gehe ich also unter Objekt, Pfad, da, und Pfad verschieben, da haben wir es. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel Steuerung, Shift und 6 eingeben als Tastaturkürzel. Okay, und das heißt jetzt Pfad verschieben, ne? Dieser Tastaturbefehl. So, okay, also Steuerung, Shift und 6. Und muss ich natürlich immer wieder bestätigen. Das mache ich jetzt 18 Mal. So, jetzt haben wir das also ganz viele Kopien davon. Wenn ich die alle anwähle oder hier rüberfahre, sieht man, dass es alles kopierte Kreise sind. Jetzt wird jeder zweite davon anders eingefärbt. Das heißt, ich fange mal hier oben an bei dem kleinsten und wähle halt mit gedrückt Steuerung-Taste. Also Command oder Steuerung-Taste jeden zweiten. Und färbt den anders ein. Mit den Farben kann man sich am Schluss noch beschäftigen. So, jetzt müsste ich quasi mit dem Pathfinder erstmal die Fläche aufteilen. Ich wähle jetzt alle an. Also ich wähle jetzt nicht jeden zweiten an, sondern ich wähle alle an. Wähle alle an. Und kann jetzt mit dem Pathfinder die Fläche aufteilen. So, und jetzt kann ich mit dem Zauberstab meinetwegen die gelben auswählen. Alle gelben auswählen. Ich muss erstmal die Gruppierung noch aufheben. Ich hebe mal die roten auf, schmeiße die gelben weg. So, dann habe ich jetzt jeden zweiten Ring. Jetzt kommt eine horizontale Linie, die genauso dick wird, wie das Pfadverschieben war, also 20 Pixel. Das heißt, ich nehme am besten eine Fläche, rechteckiges Werkzeug, klicke rein und gebe Breite 2000 Pixel. Also das muss ein bisschen länger werden. Muss einfach überlappen, das ist die Hauptsache. Und Höhe 20 Pixel. So genau wie das Pfad verschieben war. 20 Pixel. So. Die muss erstmal ausgerichtet werden. Also Zeichenfläche horizontal und vertikal mittig. Und jetzt muss ich die ebenfalls verschieben. Einmal nach oben. Über Objekt transformieren verschieben. Dieses Verschieben muss ich natürlich nehmen. Und zwar diesmal vertikal um 40 Pixel. Und kopieren. Nochmal den anwählen und nochmal verschieben um minus 40 Pixel. Jetzt muss ich diese zusammengesetzten Pfade hier erstmal in drei Gruppen stecken. Und jetzt kommen die zusammengesetzten Pfade jeweils in eine Gruppe. Fangen wir mal mit den obersten an, mit den kleinen hier. 1, 2, 3, Steuerung G, nächsten 3, Steuerung G, in eine Gruppe. Und die letzten 3, Steuerung und G, in eine Gruppe. Ja, der muss noch in die Gruppe mit rein hier. Also, ich blende nochmal aus. Das ist die erste Gruppe, die ersten 2. Das ist die zweite Gruppe, die nächsten 3, nicht 2. Und das ist die dritte Gruppe. Also immer 3 Ringe jeweils in eine Gruppe. Und von dieser Gruppe hier brauche ich ebenfalls noch 2 Kopien, dass ich also für jede Gruppe eine Kopie habe. Mit gedrückter Alt-Taste kann ich das hier runterziehen und nochmal runterziehen. Dann habe ich jetzt immer jeweils eine Gruppe, die gehören dann zusammen. So, ich fange mal außen fangen wir vielleicht an. Ich blende die mal alle aus hier, wähle diese beiden jetzt an. Fangen wir in der Mitte an. So, jetzt gab es bei Tutfit, der hat das Shaper-Werkzeug benutzt, aber das braucht man eigentlich gar nicht. Wir können jetzt das interaktive Formerstellungswerkzeug
genauso gut nehmen, geht irgendwie besser. Und mit gedrückter Alt-Taste ziehe ich also hier alles ab, was ich nicht brauche. Und jetzt brauche ich natürlich die Vorstellung, was ich hier verbinde und was ich lösche. Ne? Ich zoome mal ein bisschen ran. Leertaste. So, interaktiv Formerstellungswerkzeug, Alt-Taste drücken. Und jetzt kann ich das hier mal abziehen. Dann geht es hier rein. Und ohne Alt-Taste kann ich die hier zusammen addieren. Hier genauso, da geht es bis dahin. Also ich habe es jetzt hier nochmal geöffnet, damit man besser sieht, welche Formen hier zusammen addiert werden müssen und welche nicht. Machen wir nochmal kurz ein Bildschirmfoto davon. Dann kann ich mir das ja dahin platzieren. So. Und sehe dann besser, welche Formen ich hier zusammen addieren muss. Dann kann ich das besser einschätzen. So. Okay, also ich wähle wieder alles an hier von den Teilen, nehme mein interaktives Formerstellungswerkzeug und da haben wir schon mal richtig. Hier muss es genau anders sein, also hier geht's, also ich muss hier abziehen, abziehen, so, und hier zusammen addieren, beziehungsweise müssen wir mal gucken, hier geht es wieder rein, also ziehe ich ab mit gedrückter Alt-Taste, ziehe ab, ziehe ab, ziehe ab. So, jetzt muss ich wieder zusammen addieren. Gucken, hier auch nochmal abziehen. So. Und hier füge ich zusammen. Also ohne Alt-Taste drüber fahren, zusammen addieren. Bis dahin. Hier mit Alt-Taste abziehen. Und hier nochmal abziehen. Und hier drüben müsste ich dann noch klären. Muss ich hier rein mit gedrückter Alt-Taste. Hier rein und da lang. So, jetzt haben wir es, glaube ich, müssen es nur noch den Rest zusammen addieren. Also alles, was jetzt hier zusammen soll, fahre ich halt lang, addiere das zusammen. Muss man ein bisschen aufpassen. Also lieber immer mal absetzen dabei, dann macht sich das besser. Das war meine erste Gruppe. Und das mache ich jetzt mit allen drei Gruppen. Also ausblenden, nächste Gruppe, nächstes Teil. Und das kann ich ja dann um 90 Grad drehen. Die nächste Gruppe, beiden Gruppen wähle ich wieder an, nehme wieder mein Formerstellungswerkzeug und mache genau das gleiche. Also wieder Formerstellungswerkzeug, Alt-Taste drücken, hier abziehen, hier in der Mitte, also hier geht es wieder rein mit Alt-Taste. Hier, fange ich mal hier an, gehe rein, gehe da lang und auf der anderen Seite geht es sozusagen von der Mitte raus. Mit Alt, so und dann da lang. Leertaste verschieben. Da geht es dann dort rein, also mit Alt-Taste hier rein. So, da lang. Und hier drüben nochmal. Da geht es da rein, also Alt-Taste hier rein und da lang. So. Und jetzt den Rest zusammen addieren, also Leertaste. So, jetzt drücke ich keine Alt-Taste und addiere die alle zusammen, Stück für Stück. So, die auch. So, die auch. Und die auch. Braucht ein bisschen Konzentration, ein bisschen Zeit, aber dann passt das schon. So, sind jetzt die beiden Gruppen. Ich muss die dann um 90 Grad nur drehen eigentlich. Also Objekt transformieren, drehen, 90 Grad. Und ja, mit OK bestätigen. Nummer 3, das wäre dann außenrum Gruppe. Die blende ich mal aus, die beiden da. Nummer 3, das gleiche nochmal. Beides anwählen, also die und die. Und wieder mit dem Formerstellungswerkzeug. Also hier die Formen zusammen addieren. Und das ist eigentlich das Hauptthema. Jetzt sind sie eigentlich alle drei da und dann wäre das Labyrinth eigentlich erstellt. Man kann es jetzt noch zusammen addieren zu einem Pfad. Das sind ja immer noch drei Gruppen. Also ich hebe mal alle drei Gruppierungen auf. Gruppierung aufheben. Wobei so richtig mit dem Pathfinder vereinen ist, glaube ich, gar nicht unbedingt sinnvoll. Es sind jetzt drei zusammengesetzte Pfade. Ich kann noch mal gucken, was passiert, wenn ich die mit dem Pathfinder zusammen addiere. Ja, das kann ich machen, aber es ist dann auch bloß eine Gruppe. Wenn ich jetzt noch Effekte dazufügen will, irgendwelche Verläufe oder so,
Naja, dann lege ich halt einen Verlauf drauf, hole mir den aus der Bibliothek, Schein nach außen oder lauter solche Dinge kann man natürlich jetzt nachträglich noch drauflegen.